Willkommen zurück, meine Damen und Herren. Wir stehen vor dem großen Finale von Asura Wars. Or do we? Maybe not. Fragezeichen. I have a feeling. Weißt du noch, was wir gesehen haben? Wir haben den Deus besiegt. Ja. Ja? Und dann ist aber unten die Vatra wieder aus der Erde rausgebrochen. Ja, ja, aber ja. Letztes Mal war das, also am Anfang des Spiels war es nur ein Mund, der rausgebrochen ist. Und jetzt waren es 7 riesige Schlangenmünder. Ja. Und die ganze Erde ist jetzt quasi das Monster. Und wir müssen jetzt. Fucked again. Wir kämpfen gegen die Erde. Wir müssen jetzt Gaia töten. Ja, Gaia. Ist Gaia nicht einfach die Erde? Ja. Gab's. Press the button. Wie hieß denn? Titanos God of War. Gaia. Play. Yes. Was willst du denn sagen, Mats? Illusion of Time hieß doch im Original was mit Gaia. Gaia of Time. Illusion of Gaia. So hieß es im Original, ja. Illusion Gaia Time. Gaia of Gaia. Ich glaube, das ist der Unterschied zwischen der amerikanischen und der europäischen Version. Irgendwie so war das. Ja. Illusion of Gaia Teil, auch ein gutes Spiel. Zweiter Teil der Gaia-Reihe? ActRaiser, sagen wir. Eigentlich doch der. Bei ActRaiser 2 gab es ja. Dann war es der dritte Teil. Dann war es der dritte. Hat aber nichts mehr mit dem zweiten Teil zu tun gehabt, so richtig, oder? Mit dem ersten. Mhm. Egal! World Designer. Fuck man, der ist echt. Also, das ist da literally der World Designer. So, this is a great, great worm. Ach so, ja, Spinnenabendvieh, ich erinnere mich wieder, ja. Ja, am besten Ende ist dieser Mund, den wir am Anfang einmal gekämpft haben. Ja. Now we're eating space! Hier ist ja gar nichts. Yum. Wieso was? Warum? Kommt aber zu. Ach Mann, ey. Kann das sein? Ach nee, geil. Ich frag gar nicht mehr. Und jetzt, ja, alle mit Alzheimer gearbeitet da. Yes! 6 Köpfe, 6 Arme. Was? Anders nicht 6 Köpfe? Oh, sind 6 Köpfe. Keine Ahnung. Sind mal geschätzt. Also von den. Was? Von den Blattrachen. Von Gaia da. Gaia-Monster. Gaia hat keinen Kopf. Gaianstar. Ach, sie hat schon angefangen zu reden. Ach ja, ich dachte, dass die Untertitel gehören mit zu den. mit zu den Grams. Ja. Huch. Ist das Ding nicht kaputt gewesen? Ja. Deswegen kann man das ja nicht benutzen, um das Ding abzuschießen. Ja. Ja, wir haben die Tochter befreit, halt in der letzten Episode auch. Nachdem wir die ganze Zeit. Die ist ja alles hier voll wieder. Oh, ich hab's nicht gesehen. Das war jetzt aber panisch. Sehr spät. Ja, ich dachte, ich hab's einfach nicht gesehen, dass da schon losging. Dann habe ich's gesehen, habe mich erschrocken, dass es schon. Und dann war schon zu spät. Das Excuses all of them. Ja, wir haben das ja mit den S-Ranks jetzt schon gemacht. Ja, Robin hat das elegant. Oh Gott, wie war das? X schießen und Y the red lock on. Ja. Also kannst du X im Grunde halten, genau. Ja. Ja genau, wir hatten drei S-Ranks auf der Matsko, dann habe ich gerade noch, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, schnell bei zwei anderen Episoden die S-Ranks geholt. Und dann sollten wir für diese Episode dann auch, also diese letzte Episode, das richtige Ende bekommen, weil dafür braucht man 5 S-Ranks. Ja, da ich nicht gut genug war. Ich weiß. Das wäre ärgerlich, wenn es jetzt dann doch... Müsste aber stimmen. Das sind halt auch so gut 20 Sekunden, die dann mehr da. Ja, das stimmt. Das halt. Jetzt mach doch mal das Ding da kaputt. Ich kann doch mal erzählen, oder? Ist das eigentlich unsere Erde? Oder? Klar. Ja. Wenn du genau hinguckst, siehst du unser Studio. Wenn du winkst. Das ist wie Leute, die sich bei Google suchen. Das sah gerade ein bisschen nach Saudi-Arabien aus, aber ich konnte es nicht so ganz erkennen. Oh. Ha! Blue, orange. Das ist schon cool. Oh ja. Übrigens keine Ausrede mehr, das habe ich gerade gemacht, das war voll easy. Ja, keine Ausrede. Ja, du hast mal gesagt, dass das irgendwie. Es ist kaputt gewesen. Ja. Wenn ich ständig gespielt habe, war es kaputt. War ein Bug, Game-Breaking Bug. Nam nam, oh Laser, nam nam. Wo nimmt was? Oh. Oh, jawoll. Das sieht toll aus. Das sieht wirklich gut aus. Maybe not the best. Einfach in den Mund fliegen. So, wenn du A drückst, kannst du so in die Richtung, die du zeigst, dashen, ne? Mit A? Nee. Musst du gleich. Nee, mit A.
Mit A nicht, nein. Drück mal A. Ich drück doch A. Ja, du dashst doch auch. Aber du hast gerade gesagt, gedrückt halten, oder? Ich habe gesagt, in eine Richtung drücken und dann dash in die Richtung. Ja, ja, ja. Dann gesagt, nee! Warte mal. Nee, es funktioniert. Da, du machst es doch! Nein, aber das guck mal, wieder. Es funktioniert nicht immer. Guck doch mal, guck doch mal. Du fährst mir vielleicht auf X zu drücken, wenn du machst. Ja, so, siehst du. Da geht's schon wieder los. Warum denn gleich so aggressiv? Kleine Wenn und Abers. Warum denn gleich so aggressiv? Wieso, das war nicht aggressiv. Wenn ihr so weichgespült seid. Wenn das nicht aggressiv war. Ja, wirklich. Ihr seid einfach überempfindlich. Ich glaube, also was wir war, fährt wortwörtlich ein bisschen auf dich ab. Wir verstehen euch nicht. Ist doch kein Sa- Fahr euch gleich wohin. Du hast auch plötzlich so blond nach oben stehende Haare. Boah, wie ich hier gleich alles kaputt haue. Deswegen hast du keinen Bart mehr. Du willst näher sein an Asura. Ja, mein heimliches Vorbild. Ja. Ich war schon Solid, nee, Naked Snake war ich. Und jetzt werde ich der Typ da. Ich verstehe kein Wort. Das ist wirklich unfassbar beschissen abgemischt. Ja, es ist wirklich dabei in Italien. Das ist wirklich unsere Erde. Oh. Ich mag diese Augen, die sehen einfach toll aus. Auri. Oh. Ja, erinnert mich total an Green Lantern, da sah das auch super gut aus. Im Film? Ja. Oh Mann, war das scheiße. Fire! I can't move! Don't worry, Superman. I'll get you out of there. No, don't! Ah! Oh my gosh, my hands are stuck. My legs are stuck as well. Oh, Green Lantern, ne? Nicht geguckt. Nee. Ich auch nicht. Oh, was? Wie 2B? Achso. Ich hab keine 2B! Du musst den zweiten Controller anschließen. Boah, Renner! Since when did you start telling jokes? Du müsstest Korsett dünken. Ah! Oh, wie gut das ist! Oh, wie gut! Wie sie den Laser gerade weggeschlagen haben. Das muss man erstmal schaffen, so originalen Laser pariert. Ja, warum? Das musst du auch erstmal machen. Die Laserparade. Ja, korrekt. Was oh, fassen Sie sich gerade an? Fusion! Jawohl, ey! Ah, sehr gut, sehr gut. Ja, sehr gut. Hey. Ach, toll. Einfach sind, nur die toll. Haben Sie gerade mit Regenbogen geschossen? Nee, nee, die haben Laser geschossen und die haben sich zu einem lila Strahl vereint. Vereint. Quasi ihr. Jetzt fliegt er weg, du! Strähle gekreuzt. Strähle? Strahls. Oh, Strähli. Das ist etwas. Das war nur ein Fels. Das ist Krebs. What? Diese Erde hat Krebs. Oh. Da möchte ich jetzt nicht. Der hat die Leute in dieser Stadt. Cool, Mama, guck mal. Apokalypse. Was sehe ich da gerade? Ach so, ein Gesicht. Nein, natürlich. Der Erde. Hallo. Irgendwie kann mich hier nicht mehr so viel überraschen. Cool. Ja, viel Glück euch allen. Ja, schön, dass ihr die Perspektive der Erdbewohner noch mal zeigt. Ja, übrigens, die gibt's auch noch. Die schon alles kaputt sein müsste, weil da ja so viele Arme rauskommen aus der Erde. Oh. No! Oh, hat's gar nicht gelohnt. Überraschung. Wie geil das alles einfach aus dem Planeten raus. Ohne Witz, und Dead Space 3 hat dieses Bild ernsthaft zu zeigen versucht. Wer Dead Space 3 gespielt hat, weiß ich nicht. Ich hab seit Ewigkeiten immer noch auf der Playstation, aber irgendwie. Man kämpft immer gegen große, böse Planeten. Ach, im Grunde gegen genau das tatsächlich. Ja. Ohne Gesicht. Kein Schild. Und ohne den ganzen Rest. Nee, aber die sind tatsächlich genauso Planeten, genauso Tentakel im Arm, gegen die kämpfst am Ende. Die haben die Markt gebaut. Na gut. Das ist ein bisschen schade. Okay. Dachte ich mir auch. Na ja. Was soll's? Das ist aber noch das geringste Problem von Dead Space 3. Dead Space 3 hat. Es ist schon ein großes Problem, dass die Story so scheiße ist. Aber es ist ein. Aber es ist das eines. Ist ein deutlich größeres Problem, dass der Rest des Spiels so scheiße ist. Auch, ist auch ein Problem, ja. Aber darüber hätte ich hinweg. Also ich finde es auch. Ich finde es. Den Rest okay. Ich hätte den Rest leben können, wenn die Story nicht so scheiße wäre. Ich nicht. Ich fand das furchtbar. Das war einfach ein furchtbares Spiel. Eigentlich war es echt schlecht. Wenn ich drüber nachdenke. Ist wirklich schwer. Ich habe mir richtig. Wie man 8 Stunden durchs Weltall am Anfang geflogen ist und nichts passiert ist. Ja, es war. Ach ja, wir können ja mal Dead Space 3 spielen. Nee, Dead Space.
eins oder ah, zwei gerne. Es ist wirklich nur langweilig. Das also, es ist noch nicht also, mal ja, lustig, es ist langweilig. Nur langweilig. Einfach ein sehr langweiliges Spiel. Dead Space vielleicht, 1 und 2 gerne. Hätte ich ja mal 30 Euro und dann. Oh Gott, was ist das? Geben wir zurück. Für 60 zurück. Legen wir ab. Hat da schon jemand mit gedroht für X-Men Destiny ja, das zu machen. Gesehen. Da wollte ich eigentlich schreiben, das lässt jetzt bleiben, aber habe ich Angst gehabt, dass er sich dann noch bestätigt fühlt und dass er trotzdem macht. Das wäre ärgerlich. Oh, der Heilungslaser, Leute. Der Heilungslaser. Den hätten wir einen zu. Oh. Was? Eben habe ich doch gesagt, ich kann hier nichts. Was? Game of Arms, das ey. Ist eine der besten Quicktime-Events. Also das ja. gerade. Ich war ein bisschen schockiert. Na, auf dieser Mantra Asura, du hast jetzt super Arme! Mit den Bs vorher und so, das ist ja. toll. Das ist dass die Idee. Sich halt Quicktime-Events genommen haben und gesagt haben, okay, wie können wir die denn sinnvoll einsetzen? Ja. Oh, guck mal, deine Dinge sehen echt anders aus. Deine Geschosse. Ja. Viel, echt, ja? viel ja, aggressiver so und größer und röter. Röter? Röterer. Guck mal, jetzt macht er die voll einfach fertig einfach. Gesicht entblößt. Was? Fertig? Bah! Oh yeah, nimm dieses Gesicht. Eigentlich ist eine Frau. Was ist eine Frau? Mach ihn fertig, ich bin rettig. Sag mal Mama. Mother Russia. 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 Nee, nee, das ist die Tante. Oma Russia. Nimm all the damage. Nimm dies Planet. Oh Gott. Planet. What have you done? Destroyed the Planet. Ich hab einfach ein Gesicht der Erde gegeben und dann gesagt, ja. hier. Du mag es kaum glauben, aber du rettest gerade die Welt. Ja, du rettest die gerade. Bin mir noch nicht so sicher, ob die Welt das auch so sieht. Kommt drauf an, momentan ist das Monster ein größerer Teil unserer Erde als die Erde. Ja. Ja, so ein Monster ist ja die Erde. Das ist ja. Ja? Jetzt habe ich nicht ganz so verstanden, dass das geiler ist. Ist das nicht korrumpiert? Nee, ich glaube, es ist irgendwie der Will der Erde einfach und... Die mag uns einfach nicht. Hier, Antimaterie, dunkler Vulkanstrahl auf Doom. Das kann man nicht. Also eigentlich müsste sich der Planet wie so eine Rakete. Ja, ja. Das ist auch ärgerlich. Wie war das, wenn man den Planeten nur ein paar, also ein bisschen von einer Laufbahn um die Sonne wegbringt? Dann würde es direkt da rein. Dann wäre sofort alles vorbei. Oh, ich habe heute. Ich habe. Push the button. Ah! Ada! Ja, jetzt hast du. Ah, oh, da! Tipp das Pin. Mann! Ich hasse solche Events. Oder auch nicht. Wo sind sie hin? Jetzt drin. Innen drin, ne? Natürlich. Ah, in der hat sogar Zähne bekommen. Ja, die Erde hat so einiges. Auch Gedärme und so. In der Reihe. Das ist jetzt ein kleines Kind, ne? Kleines Kind mit Bart. Und einem Zylinder. Das ist ein Gott, oder was? Ja. Das ist Jesus. Geil. Ah, das brennt. Das könnte war. Bremst er gerade, oder? Nee, er tritt die Lava mit seinem Fuß. Er bremst die Lava mit seinem Fuß. Nein, er tritt die Lava mit seinem Fuß. Ja, in so. Was ist. Um da durchzukommen. Der Chor. sich selbst gerade geschossen hat. Hatte. Ich hau jetzt auf diesen Erdkern. What could possibly go wrong? So this happened. Okay. Ja. Ich hätte eigentlich so philosophieren müssen. Hallo, ich bin die Erde. Und ja. Das war mir egal. Nein, chill, ganz ehrlich, wir könnten. Welcome to die. Welcome to die. Die. Diese Arme sind cool. Och nö. Sieht voll aus. Ja, so stelle ich mir das auch vor. Da ist Mama! Mama! Okay. Das ist anscheinend Gaia. 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 Sie sagen auch immer Gaia. Steht, doch, halt bestimmt, steht doch bestimmt gleich nochmal da. Sie sagen immer Gaia. Ich weiß es nicht, ich spreche mit Absicht. So. Okay, ja, würde ich jetzt auch vorhaben. Ich spreche alles, was ich übrigens falsch ausspreche, mal immer mit Absicht. Ja, guck mal meinen, oh, wie hieß die Serie mit Lelouch, Lamborouche? Schlampe? Achso, Code. Code.
Code Geass? Ja, Code Geass. Code Geass. Das habe ich. Flitra-Core. Stimmt, Flitra ist ja gar nicht Gaia. Das ist ja Flitra. Nicht Gaia. Ja, du kannst dir wieder so sicher, deswegen dachte ich, du hast wieder mehr gelesen. Nee, ich habe gesagt, ich habe die ganze Zeit ein Fragezeichen. Gaia ist einfach ein schönes. Da habe ich wenig Fragezeichen rausgehört. Deswegen meine ich ja, weil Vitra und die Groma sind doch das, was die Erde korrumpiert und dagegen kämpfst du doch. Aber ich habe Gaia noch nicht gesehen. Also wenn ich Gaia sehe, dann glaube ich es auch. Ich habe auch noch kein Ozonloch gesehen. Nee. Ja, das ist, glaube ich, das geringste Problem von dieser Erde. Weil Umweltverschmutzung. Vielleicht hat das alles dahin geführt. Ist vielleicht Vitra einfach nur Gaia, wenn sie pisst ist? Tja, was war das? War eine Frage? Wie Hulk. Vitra ist Hulk. Also Gaia ist quasi Hulk. Ja. Ja, unsere Erde. Wenn sie wütend wird. Der Erdenhulk. It's punch for the earth. Yes, it should be. It better be. Wo kommt der Wind daher? Nein. Oh. Treffer. Gut. Wenn du wegfühlst, A drücken, dann fängst du dich direkt stimmt, wieder. Ja, okay, da war ja was. Sieht ja ein bisschen aus wie Asra in seiner Superform da. Ich sehe halt gar nichts mehr, aber. Das macht doch nichts. Oh, zur Seite, spring weg! Okay, wenn du mit dem LT-Supermodus bist, kannst du ganz nach links machen. Ja, Rage lädt sich auch eher langsamer auf. Ja, lädt halt nur durch Nahkampfangriffe auf. Oder durch Nahkampfangriffe so wenig, dass es vernachlässigbar ist. Hujo! Nee, jetzt in den Nahkampf gehen. Y. Ja, aber er macht doch hier gerade den hier. Das war gut. Der ist auch aber echt eine lange Zeit. Ist ja aber auch. Der Endboss, ja. Ja. Sehr gut, Mats. Ja, das kann er abwehren. Nee, mit B. Ja. Okay. Immer wenn ich kann. Aber das variiert, glaube ich, auch. Also okay. B. Aber das mal genug Zeit, dann abzuwarten. Nice. Ja. Weiß nicht, hast du schon mal mit B angegriffen, um zu gucken, wie ein Tier das macht? Weil ich hätte, bei mir war es gerade so, bei meiner Episode, dass Y immer mehr gemacht hat. Aber ich weiß natürlich nicht, ob das so weit. Schade. Ich glaube, du hast das letzte Mal gesagt, dass das Ausweichen bei dir mit A besser funktioniert hat. Mit A? Ja, mit A springst du ja so weg. Ja, ja. Und mit RB weichst du aus. Und ich habe letztes Mal gefragt, warum du nie ausweichst, hast du gesagt, weil es mit A effektiver ist. Das interessiert mich mein Geschwätz von gestern. Ich habe mir gefragt, dass ich vergessen. Oh. Das als Koop-Spiel, wenn das noch in zwei geteilt wäre, und man das alles zweimal sehen würde mit zwei Kameraperspektiven, das würde dem Chaos vielleicht helfen, als einfacher zu durchschauen. Mhm. Ja. Einige drückt. Aber zu spät. Offensichtlich, ja. Next 3. Ja. Hier bestimmt nicht mal schwarzes, sondern so ein Rot. Game over. Schade. Ich hab ein epischer Game over Screen gewünscht eigentlich. Ja. So eine richtige Animation, wie Asura auseinanderfällt. Ausweichen. Deus ist ja. Gut. Verschwunden danach, oder? Nachdem wir haben ihn besiegt. Nee, naja, ich meine, als wir ihn besiegt haben, hat sich sein Körper so aufgelöst oder liegt der da oben jetzt noch? Bei mir. Sein Körper hat sich aufgelöst. Relativ wenig zu erinnern, dass er sich aufgelöst hat. Ja, ich bin auch der Meinung. Oh, nice. Ist ja jetzt schon wieder 2 Wochen her, seitdem wir das letzte Mal gespielt haben. Genau. Möglich. War in der Zwischenzeit unterwegs. Was war das? Boah, mit Peitschenmove gerade. So ein Y-Anbruch. Ich drücke halt einfach, ehrlich gesagt, nur alle Knöpfe. Deswegen ist es vielleicht ein bisschen schwerer. Ja, aber bei der Übersicht habe ich ehrlich gesagt keine Bock, jetzt mir eine Strategie zurechtzulegen. Habe ich jetzt? Sieht aber bisher noch überschaubar aus, ehrlich gesagt, was er so macht. Abgesehen von manchen Kameraansichten. Da bist du gerade sehr geschickt durchgesprungen. Da auch. Ich glaube, das kannst du wieder Y machen. Nee. Der lag aber gerade genauso da. Vielleicht musst du da eine. Ah, dann. Okay, wenn du einen gewissen Schaden vielleicht gemacht hast. Nee, du hattest deinen Kreis, musst du sich einfach wieder auffüllen. Ach, da ja, das stimmt. Ding. Das war's, genau. Und du kannst halt diese Special Moves auch nicht machen, wenn du gerade schon deinen Y-Move verbraucht hast. Der macht die Düse. Ja. Ja, das passt gut.
Ja. Dessen Arme haben auch gar keine direkte Verbindung zum Körper, glaube ich, ne? Die schweben da so hinter. Sieht ganz so aus. Rayman-mäßig, oder? Ja. Ja, sie sind schon irgendwie dran. Ja. It's not a Rayman. Sie kommen ihnen halt als kleine Arme aus dem Rücken und werden dann groß. Oh, Jesus! Alter! Ach, das ist einfach schon mal auf dem Kopf, das Rips schon ist dieses Mal. Boah, bringt das viel! Das hat echt viel gebracht. Okay. In der Leiste. Ist noch alles. Ah, richtig, drin. Der hat das neue Angriff, glaube ich. Das ist auch so der nach. Wie hieß der andere? August. August, genau. So ein anderer, wirklich designter Bosskampf, wenn die. Oh! Fuck. Oh. Was kommt jetzt? Nice. Das. Oh! Ja. Das war eine tolle Einstellung. Alter. So viele Wallpaper-würdige Motive in diesem Spiel. Deswegen, das Artbook dazu ist echt geil, bestimmt. Stimmt, danach wollte ich ja nochmal gucken. Da hat es einer im Feedback-Post ausgeschrieben, dass er das ist. Danach wollte ich auch nochmal gucken. Oh. Oh. Schweiger. Das wird knapp. Okay. Ach, jetzt war's B. God fucking damn it. Was ist ein Heiltrank? Okay, jetzt kannst du Y machen. Potion. Hin. Ah, nee, du hast deinen Kreis, der Kreis ist nicht voll. Ja, hast du gerade benutzt. Vielleicht. Ja. Ja. Hey, ja, Mats ist der Beste. Ja, es kann auch. Schaffst du noch. Ja, der macht halt viel Schaden, aber ich glaube an dich. Sind alle bei dir. Genki Dama Action im Chat. Ja, ja. Mit Chat. I need the Chat. Wer ist der Chat? Hätten es doch live machen sollen. Ja. Oh, nicht aufstehen. Oh, oh. Etty. Oh, jetzt macht er wieder das Ding, oder? Oh, oh. Oh, okay, bis Y. Ja! Oh, bitte, war's das? Oh! Nee. Okay, Boost! Burst! Bleib da liegen! Yes! Ja. Mir ist nicht das Kinder, wenn wir verkacken, falls wir das nochmal machen müssen. Schade, dass die Einstellung so kurz war gerade. Jesus. Au, ins Gesicht. Sehr gute Arbeit. Danke. War das nicht over jetzt? Das war sehr zufriedenstellend. Ja, mach dir nichts raus. Jan! Oh, jetzt hat er was raus. Passt doch nicht. Ja, hat er? Mann! Nein, muss ich nicht. Ich muss. Ja, es ist so kompetitiv. Kopf. Das Kopf sagt ja, wie auch sagt. Oh, das war ein ultra aufgeladener Schlag. Alter, das war jetzt nicht ganz so einfach. Was passiert hier? Oh, sie werden schon was weiß. Ah, ich hasse es! Er hat gerade gesagt, Mother Gaia, we free you of this evil. Weil das die alte Persönlichkeit ist von Gaia. Egal, was ist denn hier los? Sie haben die Grafik kaputt geschlagen. Alter, ey. Oh. Always a pleasure. Jesus Christ. Wie kommen wir hier eigentlich wieder raus? Fuck. Fuck. Eieieiei. You did it. Yeah, ich hab die Erde zerstört. Ja. Entschuldigung, wenn die das überlebt, mach ich nicht mehr mit. Wir hatten schon so viele horizontale Explosionen hier, das geht alles. Ja. Die Erde wird ja nie getroffen in der Explosion. Hast du aber Glück gehabt. Was ist denn da rechts unten? Ist das aus drei gewesen? Achso, das ist die Frage, was haben wir jetzt da? Alter, betet sie jetzt für die Erde. Erde, bitte chill mal aus. Überlegt euch mal, dass so ein relativ kleiner Meteorit schon die gesamte Erde kaputt machen könnte für Tausende und Abertausende von Jahren. Ja. Und das hier macht gar nichts. Wir wissen es noch nicht. Ja, da gibt es nur so direkt, also was direkt getroffen wird, hat ist genau. Am Arsch, aber es gibt keinen Vollgeschehen, weißt du, keine klimatischen Veränderungen oder so. Wäre auch für uns ganz cool, wenn das echt so wäre. Weil ich glaube, wir hätten die Erde auch schon längst aus ihrer Umlaufbahn gekriegt. Ja, genau, das ist halt nicht sonst wo. Das wäre, glaube ich, schon der erste Episode. Allein die Anwesenheit dieses Brahmastras hat schon alles verkackt. Das stimmt. Is your wrath gone? Ja, stimmt, eigentlich bin ich jetzt gechillt. Ah! Fuck you, Moon!
Ja, stimmt, der Mond hat mich doof angeguckt. Warum? Alle anderen Planeten schleichen gerade so langsam weg. Oh, Credits. Ich habe schon so viel Credits gesehen. Liam O'Brien, ich möchte, du bist der Beste. Dead Boden Texture. Im Weltall ist das so. Papa. Karin ja. Wahlgren. Toller Name. Umarmt euch. So richtig fest. So und hallo. Da ist das normale Ende. Genau. Ach so, ja. Jetzt wäre es vorbei. Wäre mir ehrlich gesagt nicht so negativ aufgefallen. Nee, ist auch nicht. Also ist auch völlig in Ordnung. Okay. Ich hoffe, es kommt noch was danach. Also eigentlich müsste danach noch was kommen. Ja. Also das ist halt dann, danach kommt noch was, wenn man die 5 S-Ranks hat, was wir eigentlich du haben. Du hattest 5. Bitte? Hab ich gesagt? Du hattest auch 5. Genau. Insgesamt. Ja. We will see. Ja. Also, bin ich dabei. Aber ich glaube, es gibt Sinn. Kagebosch. Aber was ein Spiel ist, schon bis hierhin ist. Oder? Ja, Spiel in Anführungszeichen. Erlebnis, würde ich ja sagen. Es ist schon Spiel in den ganzen Quicktime-Kram und so. Ja, aber und den Kämpfen. Ne? Ja, es ist also schon sehr Videospiel. Fünf Reiter. Ein Videospiel kann halt auch das sein. Ja. Ja. Ich bin ja so froh, dass es sowas gibt. War mega unerfolgreich, aber ich bin trotzdem froh, dass du. Wobei, ich weiß es gar nicht, wie oft hat sich Asuras Wrath verkauft. Ich meine, mich zu erinnern, dass das echt schlecht war. Von Verkaufszahlen her. Es hatte so ein geiles Cover, da, warum hat da nicht jeder zugegriffen? Ja, die Reviews waren halt auch sehr mittelmäßig so in den 70er. Ja, ne, so 60er, 70er, ne? Ich glaube, es hat irgendwie einen 73er Durchschnitt oder so. Hatten wir das getestet? Bitte? Hatten wir einen Test dazu bei Giga? Ich habe irgendwas dazu gemacht, aber ich weiß nicht mehr, ob es ein Test war. Ich weiß, dass wir es gespielt haben live, aber. Stimmt, wir hatten es fast durchgespielt in diesem Livestream, ne? Vor ja, lange. Fast durchgespielt. Oder hatten wir nicht übertrieben, aber ich glaube die Hälfte so ungefähr. Ja, Hälfte. Und wir haben auf jeden Fall viel gespielt. Da hat sich aber, das war dein erstes Mal mit dem Spiel und ich hatte es schon mal gespielt vorher. Stimmt, ich habe es jetzt quasi eigentlich zum vierten oder fünften Mal, glaube ich schon. Aber ich hatte schon alles vergessen, deswegen war es ja okay. Und nachdem wir es da live gespielt haben, habe ich es auch nochmal zu Hause durchgespielt mit DLC. Und jetzt seit 2012 zum ersten Mal wieder. Ja. Ja, klecker ruhig rum, Mats. Ist gar kein Problem. Ich habe nichts gesehen. Mats hat gerade die ganze Couch kaputt gemacht. Aber ich, das ist das Problem. Ja, hat keiner irgendwas gesehen. Das ist sofort. Der Sound. Das ist der. Oh, hier, aber hol Sound, Facebook raus. Er ist Sound Engineering. Was Sound Engineering, ja. Vier Leute, die Kacke gemacht haben. Hat dafür gekriegt, ne? Das ist aber wer Punkt. Oder Quality Assurance. Eigentlich müsste man den ja, auch. Die kriegen auch auf den Sack. Ja, nee, weil die Quality Assurance im seltensten Fall liegt daran, dass die es nicht erkannt haben, sondern einfach nur, dass ja, die Entwickler ja, das nicht das, was die QA-Ding gesagt hat, mehr ausführen konnte wegen der Entwicklungszeit. Ich will jetzt jemanden haben, der dafür schuld ist. Ja, ich meine, das hab ich letztes Mal halt gehört von jemandem, der bei der Quality Assurance irgendwie gearbeitet hat und nur so meinte, wir sind immer die auf den Sack bekommen, wenn jemand die Quality sieht, aber wir erkennen die Bugs ja. Das ist die Entscheidung der Entwickler, sie nicht zu fixen. Ich habe auch mal als Tester gearbeitet für so Online-Klick-Dinger für eBay und so weiter und so fort für eine Firma. Online-Klick-Dinger für eBay? Ja, so Werbemaßnahmen, wo du zum Beispiel so Buchbilder gemacht hast oder sowas. Hm? Und da hast du immer deine Bug... Klickwiesen. Hast du immer deine Buglisten fertig gemacht. Ja. Und dann haben die immer drüber geguckt und gesagt, ja, ist nicht so schlimm. Ich finde gerade nochmal geil, dass die jede einzelne Musikanten da. Ja. Das habe ich noch nie gesehen in einem Game, ich spiele Credits. Ist auch eigentlich nicht üblich. Ja, ziemlich cool. Ist das so? Wobei meistens steht dann immer nur da. Meistens steht dann immer nur da, dass so und so, genau, from the New World. Antonin Leopold Dvorak. Ja, meistens steht einfach nur der Name des Orchesters da. Ja, drin. Genau. So. Aber das zeigt, wie auch ja immer noch Musik, wie das für einen großen Wert auf die Musik gelegt haben. Merkt ja. Man. Größeren Wert als auf die Sprache offensichtlich. Die Sprache ist Lernberger. Ja auch klar. Ja, so, das weswegen ich abgefangen. Record, nee, Recording Studios machen wir auch nicht. PCB Productions. Boxer. Oder Boxer zieht was Neiges. Großartig. Oh, das Team nochmal. Schade, dass das so kurz ist. Ich finde das wirklich gut. Aber es ist wirklich nur ein 1,5-Minuten-Track.
glaube ich. Kommen jetzt nur noch die Nachbarn von den Entwicklern und gute Freunde und Leute, die auch mal gerne mitgearbeitet hätten, jetzt das aber nicht geschafft nicht so. Haben und Ja, sag mal nicht so Mimi wieder. Gut. Kommen die jetzt oder kommen die nicht jetzt? Italien, das interessiert mich. Wer war das? Der Marco. Poletti wieder, die alte Socke. Florian Seidel für deutsche Übersetzungen. Und Simon Weisberger. Weisberger, ja, ja. So, so. Haben wir leider nicht genutzt. Nee. Too bad. Trailer? Ach so, weil Pole Town, nee, Pole Town, was war das? Ach, Pole to Win, nicht Pole Town. Entschuldigung. Ja. Die Website, die Mobile, okay, jetzt bin ich langsam bei Mats. Haben wir eine Wette verloren oder so? Wie viele Leute kriegen wir in den Abspann? Und das gewinnt Ubisoft. Publishing hat Editing Section. Ja. Okay. Ubisoft arbeiten so unfassbar viele Leute an einem Spiel. Wobei die Credits von GTA 5 sind auch das stimmt. Absolut massiv. Ja. Da kannst du zwischendurch mal eben kurz schlafen gehen und dann am nächsten Morgen. Das sind so Spiele, das kann man sich gar nicht vorstellen, wie viele Leute da involviert sind. Und dass das trotzdem am Ende ein funktionierendes Spiel ist. Ja, ein kohärentes Ding ist. Muss man sich, Yoshinori Ono, yeah. Ja, das ist Street Fighter. Ist Jun Takeuchi nicht Tekken? Ich kann die anderen auch. Ja, welcher? Jun Takeuchi? Nee. Den kann ich auch irgendwo her. Guck, Hirada heißt der Tekken. Okay. Nochmal. Yeah, we did it! Bing bekommt den. Na, Moment, erstmal kommt jetzt noch, wer bei Bing überall mitgearbeitet hat. Von 97 bis 2011. Nee, wenn man da angekommen ist, ist es immer das Letzte. Speedtree war ganz wichtig für dieses Spiel. Sehr. Geht man nicht alle manuell setzen. Speedtree ist sowas, Skyrim benutzt, um die Wälder zu machen. Das ist schon automatisierte Platzierung der Bäume. Deswegen benutzen ja voll viele Spiele. Ist das immer so, dass wir Oblivion oder. Aber gab es hier Bäume? Ja, das ist genau mein Punkt. Danke. Dann haben sie nicht dann was? Okay, gut, ja. Auch die Car-Designer. Alle Car-Designer bitte nochmal. We did it! Das ist so ein guter Track. Boah, sogar, das hat man viel zu selten, wo die Musik wirklich mal gut auf die Credits abgestimmt sind. Also, es passt. Capcom. Komm schon. Weil sich die wenigsten mit den Credits angucken. Komm schon. Loading. Na? Oh, das sehen wir nicht mehr. Doch, ich glaube, da kommt noch was. Danach, ne? Oh, ey. Schade. Das ist Teil der Episode. Vielleicht unlocken wir die jetzt erst. Dann würde ich kurz einfach YouTube anmachen, dass wir diese 30 Sekunden so angucken. Ja. Warte mal, mach mal weiter. Ja, das war ein eigene. Was war ein eigene? Jetzt, ja. Soll ich das skippen? Nee. Ich skipp das mal. Vielleicht geht's ja doch. Lass uns einfach erstmal weitermachen. Kennst du die Spiele noch? Ja. Episode 18, The Breaking Point. Why, hello there. It's been a while. Do you remember me? It seems you have bested Flitra. I suppose I ought to congratulate you. The time has finally come. I am going to enjoy this. Oh, how rude of me. I was just talking to myself. Pretend I never said a thing. Anyway, a lot of work to be done in Naraka, so I'll be on my way now. Ta-ta! Ja. To be continued. Ich glaube, es ist jetzt eine Real-Episode 18 veröffentlicht worden, wo man das alles nochmal machen muss. The story is far from over. For the true ending, you must beat the hidden episode. Und das würde ich dann eben auf... The hidden episode can be unlocked by achieving an S-Rank in 5 or more episodes or complete 50 or more episodes on any difficulty. Ist das dann wirklich einfach die letzte gewesen? Ich kann mich nicht erinnern, etwas doppelt gespielt zu haben. Bin ich mir... Turn off events have been unlocked in the episode menu. Ja, vielleicht erkennt das jetzt ja das, was wir gemacht haben, aber ich meine nicht. Ich bin mir relativ sicher, dass es die gleiche Nummer ist. Wir gucken so, was, ja, auf deinen relativ sicher gebe ich schon lange nichts mehr. Ja, ich sag doch extra, dass ich mir nur relativ sicher bin. Jetzt bin ich so ein Pisspot da, ey. True 18. Genau. Die nehmen wir jetzt. Ja. Ich bin ja froh, wenn es... Aber es war ja nur eine Cutscene, deswegen...
Wie nur eine Cutscene? Das ist dann komisch. Ach so, du meinst das, was neu... Ja. Ja. True Episode 18. Klingt auf jeden Fall nach... Sieht so aus, als wäre es alles normal. Ja. Dann, Ist das, weißt du, ob das alles ist, was sich verändert an dieser Episode? Ja, das sind nur am Ende 20 Sekunden oder so, das ist, oder 2 Minuten oder so, das ist vernachlässigbar. Dann würde ich einfach mal kurz auf YouTube das anmachen und dann gucken wir uns einfach da an. Ist das hirnrissig? Ja? Ja. Okay, ja. Dann Cut. Yay! Mithra. Wait. Wir gucken uns gerade das auf YouTube an, was wir verpasst haben. So you made it back. Ach so. Die lebt nämlich noch, der war nie getötet. Stimmt, richtig. Wir haben alles kaputt und totgeschlagen, nur sie nicht. Ja. I am very happy to see you both in one piece. Dim. If you had lost to Glitra, who would I exact my revenge on? Volker, stop it! Revenge. I shall not! Also kommt die Olle an, ey. Die haben wir ziemlich schlecht behandelt. Ja, wir haben gerade die Erde getötet. Was will sie von uns? Was sie doch wissen. Ging vorher nicht so wirklich hervor, dass sie da so... Nee. Oh, jeez. Das gibt Ärger. Mit? Meinst du, es gibt Wrath? Die Spinne? So. I do not think so. You shall not destroy my precious vessel. Was? Oh, jeez! Jetzt sieht sie Deus doch wieder. Okay. That was easy. You. Ah, hallo. At last my plan is realized. I'm the real evil. Ja. Pups, ja, die Tochter an, ey. Dann passierte das. Hä? Das Geräusch. Asura geht unter. Aus wie Zelda. I am the true god. The embodiment of the wheel of life. The spinner of all mantra. Und das war das Ende. Ja, das ist, ja. Also, das haben halt nicht alle gesehen, weil normalerweise, also diese 5 S-Ranks machst du ja schon, aber beim ersten Playthrough machst du es nicht. Mhm. Deswegen dieses eigentliche Ende, also ich finde, das ist auch ein vernünftiges Ende so. Ja. Was einfach ein Sequel-Tease sein könnte und das Ende, bevor man das sieht, ist sowieso in Ordnung, finde ich. Ja, weil es halt abgeschlossen. Ja. Genau. Ich hab quasi ein Happy End. Aber wir bekommen natürlich jetzt zu sehen, wie es da weitergeht. Na gut. Mit dem DLC, weil das, was man danach spielt, ist dann tatsächlich Episode 4, der DLC von Asuras Wrath, den wir natürlich auch haben. Genau. Wow!